Fenestil hat gebracht. Junge, was wäre unsere Gesellschaft ohne Fenestil? Ganz ehrlich mal. Imagine, du würdest halt immer noch von einer Möcke gestochen werden und es juckt einfach und du kannst nichts tun. Ich würde so an die Decke gehen durchgehend. Mehr Essen bestellt, der Lieferant hat mir für 2 Pizzen gesagt, euch einen schönen Abend. Die beiden sind nur für mich. Das ist der Copypasta. Junge, wir haben mal den krankesten Scam aller Zeiten aus Versehen abgezogen. Wie bei einem Pizzalieferanten? Ja, ja, wir haben zweimal Pizza bestellt, die bei so einem Lieferdienst halt. Und die sind immer super kulant, was so Probleme angeht. Dann erstatten die das entweder oder schicken die das neu oder bla bla. Auf jeden Fall kamen die an. Es waren halt 2 riesige Pizzen und die waren komplett, also die waren komplett zerstört. Die klebten an der Decke, die waren durcheinander gewirbelt. Es war teilweise rausgelaufen, das Öl, es war alles fettig und so. Es war halt einfach, und die haben überall auch Öl ausgelaufen, bla, es war echt eklig so. Hab ein Foto gemacht, an den Support geschickt, so bla bla. Und dann haben die gesagt, ja, okay, ist natürlich scheiße. Schicken wir neu. Kam dann neu. Neue Sachen da. Nehmen wir an. Geil. Machen das auf. Gucken da rein. Das ist ein komplett anderes Restaurant. Das ist komplett andere Pizza. Da ist noch ein Burger dabei. Wir gucken ran. Da steht ein Namensschild dran. Das war nicht unseres. Und 5 Minuten später klingelt es nochmal. Und da kommen unsere Pizzen. Und dann saßen wir da mit 6 Pizzen und einem Burger. Ich habe das einmal gemacht und dann habe ich dem Arzten da geredet. Und der hat dann das Ding wieder mitgenommen. Aber das war bei mir auch, weil es einfach. Der hat mir das Falsche einfach gebracht. Na, okay. Ja, bei uns waren die immer danach schon weg. Deswegen war nicht mehr wirklich eine Möglichkeit. Beim letzten hätte man das ja wahrscheinlich okay sagen können, ja. Aber die Pizza, die als letztes kam, war ja nicht eigentlich voll. Ich hab legit den Lieferanten angerufen, glaube ich. Ja, okay, gut. Das kannst du ja nicht. Sie haben das meiste gegessen, ein bisschen was abgegeben an andere und dann ging das irgendwie weg. Aber trotzdem, ein größter Scam wirklich. Woher kommt deine graue Haarsträhne? Ist die einfach so da? Ja, die ist erblich. Genau, die hat meine Mama auch. Oder bist du ein Anime-Charakter? Das auch. Ah, okay. Ich bin hier der Hauptcharakter aus Windbreaker. Syndra! Oh, habt ihr Dr. Stone geschaut? Ja, fand ich übel Arsch. Also ich hab nur 5 Folgen durchgehalten. Was? Was? So dieser wandelnde Rettich da oder der wandelnde, keine Ahnung, was ist das? Ist ja kein Rettich. Nein, du feierst Dr. Stone. Erst nach den ersten 5 Folgen hast du aufgehört. Ja. Das ist verrückt. Dr. Stone fand ich richtig geil. Es rechte die ersten Folgen. Aber okay, ist ja Geschmackssache alles, wa? Flash Cue jetzt. Flasht. Aber das wissen alle. Ah, Lukas. Okay, oh Gott, du bist tot. Hast du Flash? Gut. Stimmt, hast du Vinland Saga geschaut? Nee, und mir vom Thema her auch nicht. Okay. Tokyo Ghoul fand ich auch so scheiße. Tokyo Ghoul war die Anime-Adaption aber auch echt schlecht, scheinbar. Also, das Ending von Tokyo Ghoul war auch nicht wirklich geil. Das war ein bisschen so wie so ein Forced. So Forced, Ende gut, alles gut Ding-Type. Habe ich das Gefühl, wenn ich so wie ich es noch in Erinnerung habe. Seijo, ich habe so lange nicht mehr gegen Seijo gespielt, Alter. War ein nerviges Matchup eigentlich. Hierin haben wir auch so 5 Folgen geguckt und dann fand Masa das lame und dann haben wir wieder aufgehört. Ja, frieren ist halt ein Slice of Life. Ich check, ja, wenn man das lame findet. Finde ich eigentlich auch lame, aber frieren hat mich ein bisschen so geätscht, dass das actually so ein Adventure. Die kommt zu dir. I live. Das ist ja einfach Becken, was? Das ist nervig. Das ist jetzt irgendwie anscheinend, das wird jetzt ein bisschen Meta, dass der Toplaner den Jungler abfacken kommt. Ja, aber ich muss sagen, zum Beispiel bei Frieren ist es wiederum so, für mich ist Frieren schauen, als würde ich einen Ghibli-Film schauen. Ja, ich fand den auch aesthetically pleasing, aber ich bin also halt auch du nicht derjenige, ja, der sagt, ich schaue halt allein gar nichts. Und null. Also ich habe in meiner gesamten Zeit, seitdem ich wirklich Serien gucke, habe ich vielleicht eine Serie geguckt in den letzten 10 Jahren. Ui, das ist immens. Die ist sehr greedy auf mich hier in Mitte. Ja. Ich weiß nicht, ob du maybe was starten kannst, sonst juckt's auch nicht, sonst... Ja, ich versuche gerade halt mein Leben ein bisschen in den Griff zu bekommen, aber ich komme. Same, immer. Boah, in letzter Zeit bekomme ich wirklich mein Leben in den Griff. Ich habe Steuererklärung abgeschickt, endlich. Ich hatte YouTube AdSense-Problem, musste mich da wieder verifizieren, hab gemacht. Schön, wichtig. Oh! Wunderbar. Sie hat ihre Abilities auf mich geused. Und ich wusste, sie kann keine Q mehr casten, weil sie keinen Mana mehr hat, bin full engaged. Was passiert, wenn man seinen eigenen Champion pickt, man weiß immer, wie der funktioniert, das ist gut. Und jetzt habe ich das Item, wirklich, sie wird in dem Minimum-Stuhl schreien gleich, wenn sie mein Item-Bild sieht. Nein, ich mache keinen Schaden. Nein, ich mache schon eh keinen Schaden und jetzt noch weniger. Oh, wait, was macht Seijo hier? Oh nein, Lukas, und ich habe alles genutzt. Ich hab Ult, ich hab Ult, ich hab Ult. Ja, ich kann kommen, aber... Hä? Oh nein, und ich hau meinen Double Strike auf den Red. What fucking piece of nein, shit. Du hast ihn nicht bekommen? Nee. Nicht mein Farm nehmen. Ich hab dieses Jungler, ich weiß ganz genau, wie Jungler drauf sind. Dieser Move zu den Minions, ich hab den gesehen. Ich muss nicht ulten, oder?
Nee, alles gut. Der Thresh, der macht in dem Flash das. Der Flash ist richtig gut. Ja, wirklich. Und dann krieg ich jetzt endlich Level 6. Nicht ohne mich. Ihr geht nicht ohne mich duschen. Oh, das A. Syndrome Move. Ich hab Ult. Boah, dieses 8 Jahre, dieses Wissen, wie lange CCs gehen und alles ist so geil. Ich konnte ulten, gewartet, weil der Fresh Stun, ich habe ja auch viel Fresh gespielt, weiß, wie lang der geht und dann habe ich getauntet. Die konnten nichts machen, das ist so geil. Galio ist so ein guter Champ. Nein, es gewittert. Ich muss den PC ausmachen. Ich habe falsch geskillt, ich bin Level 5. Oh mein Gott, ich check das erst jetzt. Du bist so ein Troll. Das ist verrückt. Hätten wir den Fight da unten verloren, weil du einfach nicht deine Ult geskillt hast, oder ich wäre so sauer gewesen. Ich glaube, die machen jetzt zusammen Grubs. Die hätte ich echt gern contestet. Aber jetzt bin ich auch Level 6, das können wir da rein. Echt lang bei dir gedauert? Ah, gut Ding will Weiler haben oder so. Problem kommt runter. Ah, hier ist der Jungler. Oh, ich muss Cannon holen. Okay, mach, jetzt kann ich kommen. Ich komme. Hä, hey, du machst dich ja solo ready. Fresh. Pre-Hook. Oh mein Gott, respektlos. Mein Gott. Die Arme. Ich hole sie. Das ist eine Respektlosigkeit. Wirklich, aber so gut von Thresh. Oh, wir moven scheinbar. Boah, das ist geil, wenn ADCs das einfach so machen. Wenn ich schon diesen ADC auf meine Lane tippeln sehe und ich weiß, es ist Zeit zu moven. Steht auch 404. Das ist auch eine Kaiser, das ist richtig geil. Die kann die Syndra ein bisschen denyen. Oh, ich bin so froh, dass wir jetzt ein bisschen gewinnen, wirklich. Ich hatte schon die Hoffnung verloren in dieses Bild, weil jetzt heute spüre ich es komplett. Die meisten Games haben wir legit verloren, weil das Team halt einfach geintet hat. Genauso oder weil das Matchup scheiße war oder weil wir gegen Smurf gespielt haben. Welche Keys nutzt du für Sams? Meine Maustasten. Das ist noch einmal verrückt. Ich spiele halt mit kleinem Finger auf Q. Oh, deswegen, so ein... Oh, ein Kollege von deswegen, mir ist auch so einer. Deswegen skill ich auch mit dem Mausrad. Ja, deswegen bist du auch hier. Deswegen spielst du auch hier. Und deswegen... Mach ich auch, deswegen ist DF scheiße. Am Ende ist es smarter als DF. Mit Mausrad. Ja, ich halt Mausrad gedrückt und dann drücke ich den Skill halt. Ich will eigentlich nicht. Ich könnte dir nicht sagen, womit ich skille. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles Gefühlssache. Oh, fuck. Hätte ich ulten können? Hätte ich ulten sollen? TP'n mal nicht. Ich glaube, das passt, oder? Das Mitte Tower irgendjemand holen? Ja, ich kann keine Finger auf Q habe ich. Also, ein Kollege von mir meint, der macht das, weil er halt, weil er das halt einfach irgendwie, keine Ahnung, der ist es nicht gewohnt, dieses irgendwie, weil er die ganze Zeit so WASD-Games gespielt hat, dann auf Ding zu wechseln. Ich check das nicht, warum das so ist, warum. Ich check das einfach nicht. Oh mein Gott, hat das geblitzt. Ich hoffe, der Vogel, der mich die ganze Zeit nervt, wird vom Blitz getroffen. Hast du einen, der dich immer weckt, oder was? Ja, das ist so ein richtig lauter Spatz, der mich in der Zeit richtig abfuckt. Der ist auch nur, das ist ein bisschen so wie so ein Hund, der in seinem eigenen Revier laut ist, aber sonst leise ist. Sobald der vor meinem Fenster ist, ist der der lauteste Vogel, der je existiert hat. Also du meinst, wenn du so 1 gegen 1 machen würdest, dann wäre er leise? Ich glaube auch. Problematik daran ist halt, dass er schläft so ab 19 Uhr oder sowas und ist ab 6 Uhr morgens wach. Der macht wahrscheinlich auch Journal erstmal um 6 Uhr. Erstmal, der journalt erstmal eine Runde, dann duscht er kalt. Und dann fängt er an, vor deinem Fenster einfach sich einen abzuspatzen. Digga, dieser kleine Hund wirklich, der macht die ganze Zeit in so einem richtigen, wie nennt man das, wenn etwas die ganze Zeit in dem gleichen Tempo ist? Monoton? Nee. Der macht die ganze Zeit so, aber durchgehend. Und er ist der lauteste Vogel hier in der Gegend. Ich muss wirklich eine Vogelscheuche dahinstellen. Also ich weiß wirklich nicht, wie verscheucht man Spatzen. Ich habe heute im Stream gefragt, die meinten wirklich so ein Bild von einem Adler. Funktioniert das? Jetzt noch eine USA-Flagge daneben aufhängt. Vielleicht hat er dann so... America! Ich mache ein paar Feuerwerke. Move mal ein bisschen Botlane. Ich bleib ein bisschen allein hier. Ich kann jederzeit zu euch kommen. Ach, Mann, hätte ich den Triumph-Rock gekriegt, wäre das was geworden. Boah, es macht mich richtig unruhig, wie hart der Regen ist. Das klingt genau nach dem Regen, der heute auch hier war. Wir sollten eigentlich für Baron gehen, ja. Ich kann jederzeit TP'en. Wir dominieren die schon krass, aber irgendwie können wir nicht diesen Final Move machen. Ich meine, gerade mit 20, wir hatten noch wirklich eine Gelegenheit dazu. Aber das solltet ihr haben. Ich pushe Botlane. Ihr solltet ja nicht alle sterben.
besieben und ein Item macht der scheiß viel Damage. Die spielen halt Wayne Syndra. Irgendwann können wir das nicht mehr gewinnen. Wir sollten. Eine Ulti. Mitte, wir sollten Mitte pushen dafür. Mitte push. Och Mann, ich hab's flashen sollen. Wait, wir sind alle tot? Weiß nicht, wir können irgendwie, wir können nicht, warum dürfen wir denn da nicht so pushen? Aber Kaiser hat das, oder? Na, mit dem TP jetzt noch da, ich weiß nicht, warum Kaiser da noch irgendwo chillt. Dann macht die Syndra gut. Sehr losable das Game sogar. Aber Syndra spielt halt full Anti-Tank, das ist gut actually, sie kann dich nicht, es ist noch, sollte sie dich nicht komplett one-shotten können. Och nee. Ich TP hin, obwohl es eine kurze Distanz ist. Nee, ist das frech? Da keinen zweiten Reset kriege. Nein, interrupt. Hätte ich für den Drake gehen sollen? Maybe. Weil das war komplett free beim Drake eigentlich. Ja. Mann, Kaiser, kannst du nicht inne pushen dafür? Was ist denn das? Ah, I guess für Baron spielen. Und hoffen. Also ich bin jetzt erst richtig da. Meine Blütezeit da beginnt. Bist, Kaiser bekommt jetzt auch so WK, kriegen glaube ich alle einen richtig starken Power Spike jetzt. Ah, Syndra, hast du recht. Syndra hat jetzt aber halt auch gleich Rabadons. Also die sollten wir schon fokussen. Scheiße. My bad. Actually no problem. Das ist, wenn du blöd gewesen, wenn jetzt Baron up wäre. Weiß nicht, wir müssen maybe irgendjemanden rauspicken. Da brauchen wir Thresh aber safe, ne? Wenn du da bist, mit Kaiser und ich noch. Thresh. Ich TP, ich ult hin. Oh! Wir sollten Ding fokussen, hier hinten. Ja. Oh, ich hab gleich gesehen. Oh mein Gott. Jetzt Baron. Richtig gut ult. Jetzt bleib doch da nicht, wenn der rumschreit. Ich geh schon mal Mitte pushen. Ich in einer Minute noch, aber... Ein bisschen hin. Ja, komm, ich reset auch noch schnell. Ja, als Soul, wenn ich jetzt eben den secured hätte. Ja, true eigentlich. Wir sollten wirklich zu 5 Mitte laufen. Wenn wir Baron machen, wenn wir Drake machen gehen, dann gehen wir zusammen hin. Ja, das ist halt wirklich schmerzhaft, dass wir beide jetzt keine Ult für kommende Fight haben. Ab 10 Sekunden. Ja, ich 40 noch. Also ich bin auch ohne Ult. Mit dem Bild gefährlich. Ich halt nicht, leider. Oh mein Gott, die wird engaged, oder? Ich komme, ja, ich komme. Zwei. Ja, Ding wird jetzt engaged. Ach, nee. Shit. Wenn ihr pushen könnt, dann... Ja. Dann macht das. Wer war das da mitten in euch drin, der einfach geplatzt ist? Crazy. Schön. Nice. Gutes Game. Gut, wirklich, dass wir das Solo geholt haben noch. Ja, sehr geiles Game. Gutes Hashen heute. Oh. Auf den können wir wirklich gerne beenden. Ich bin Diamond 3, 50 LP, Digga. Das ist so verrückt eigentlich. Emerald 1, 56 nehme ich auch mit. Wenn ich Diamond 2 hätte, bist du fucking Diamond 4. Checkst du das? Das ist eigentlich verrückt. Muss ich eigentlich alleine spielen, ein bisschen aufholen. Meinst du? Meinst du, das geht nicht nach hinten? Ich weiß ja nicht. Also ich bin happy, wenn du genau selbe Elo bist. Nee, aber nicht, dass ich das riskiere. Aber heute war krank. Heute war richtig lecker. Ich habe heute... Haben wir uns aber mal verdient. Boah, 7 Wins habe ich heute. 6 auf meinem Main. Ah nee, ja. Du hast Solo gespielt, ne? Richtig, 2 habe ich Solo geholt. Sad AU Neues. Nee, AU ist out now. Ja, hoffentlich. Die Ära hat geendet. Weißt du, was richtig wehtun könnte? Ich weiß nicht, wenn man... Stell dir mal vor, ich bin, sagen wir mal, Diamond 1 und du Dia 4. Ich weiß nicht, ob man dann auch noch zusammen spielen kann. Und da könnte ich nicht mal mit dem einsamen Wolf mit dir spielen. Oh, da muss ich Solo. Eieiei, das wäre böse. Ist ja schon heller disgusting. Ich habe nur noch eine 59%ige Winrate mit dir. Das ist echt nicht so gut. Die letzten 2-3 Sessions haben es echt runtergerissen. Ich habe 64% in Rank mit Syndra und 63% mit Galio. Das ist eigentlich so krass. Und mit dir habe ich eine 67% Winrate. Ah ne, das sind nur die letzten 20 Spiele. Warte, ich schau kurz nach Ding. Ja, wir haben eine 64% Winrate jetzt. Kann man wirklich machen. Aber ich muss mir jetzt Nuggets reinfahren, sonst überlebe ich die nächsten 3 Stunden nicht. Ach das. Damit habe ich nicht gerechnet heute Abend. Absolut nicht. Ich habe mich echt darauf eingestellt, heute nochmal einen ernüchternden League-Abend zu haben. Aber ich bin sehr dankbar, dass das nicht der Fall ist. Ich schicke euch jetzt wortlos einfach ins Bett, weil ich mir auch...